Die Universität von Colorado hat das FET-Projekt mit über 100 interaktiven Simulationen zum Lehren und Lernen entwickelt. Dabei bieten die Simulationen animierte, interaktive, spielerische Umgebungen zu unterschiedlichen Themenbereichen, beispielsweise aus der Chemie, Physik und Mathematik. FET Colorado ermöglicht das Verständnis für physikalische und mathematische Phänomene für alle Jahrgänge und Schulformen zu verbessern. Vor allem können Zusammenhänge zwischen realen Phänomenen und den zugrunde liegenden theoretischen Hintergründen sichtbar gemacht und visuelle Modelle für das Verständnis und Diskussionen unterstützend verwendet werden. Ebenfalls ist die Erstellung von eigenen Simulationen möglich. Mithilfe von Simulationen können Lehrende ihre Lehre interaktiver gestalten, indem sie dynamische Prozesse zeigen und diese je nach Themenbereich anpassen und erweitern. Diese können zusätzlich mit mehreren Darstellungen wie Präsentationen oder Erklärvideos verknüpft werden. Auch können Anpassungen in Echtzeit während einer Diskussion in einer Lehreinheit vorgenommen werden, um unsichtbare Bereiche für die Lernenden sichtbar zu machen. Die Lernenden können mithilfe der Simulationen positive Lernergebnisse und Lernerfahrungen durch die Arbeit mit der Simulation erlangen. Außerdem können sie Tests am Modell durchführen und aufkommende Ideen zeigen und auch mögliche Beweise durchführen, um ihre Idee zu unterstützen. Und vor allem können sie ihr eigenes Verständnis überprüfen und reflektieren. Schauen wir uns nun ein Beispiel aus der Elektrotechnik an. Ich starte die Simulation, indem ich auf folgenden Link gehe und einen einfachen Stromkreis aufbaue. Dafür brauche ich eine Glühlampe und eine Batterie, die ich mit Leitungen verbinde. Wichtig dabei ist, dass die Verknüpfungspunkte richtig mit den Leitungen verbunden werden. Und sobald der Stromkreis geschlossen ist, beginnt die Glühlampe anzuleuchten. Der Stromfluss kann dabei wahlweise umgestellt werden zwischen der physikalischen und konventionellen Stromrichtung. Das Tolle daran ist, dass man nun sieht, wie sich die Elektronen bewegen, also in welche Richtung der Strom fließt, damit die Glühlampe leuchtet. Wenn ich auf die einzelnen Bauteile klicke, kann ich den Widerstand der Glühlampe oder hier die Spannung der Batterie verändern. Und dementsprechend wird meine Glühlampe stärker, also intensiver oder weniger leuchten, was durch die Länge der Strahlen verdeutlicht wird. Ich könnte auch eine weitere Glühlampe in Reihe oder parallel schalten und schauen, wie intensiv beide Glühlampen leuchten. Was ich aber jetzt zeigen möchte, ist, wenn ich nun die Verbindung trenne, um beispielsweise einen Schalter einzubauen, entferne ich einfach einen Verknüpfungspunkt, indem ich ihn markiere und ausschneide. Das heißt, meine Verbindung ist somit unterbrochen und ich kann an der Stelle einen Schalter einbauen. Das tue ich mal. Ich nehme mir einen Schalter und verbinde ihn mit der Glühlampe und der Batterie. Sobald ich nun den Schalter schließe, schließt sich der Stromkreis und die Glühlampe leuchtet wieder. Sobald ich den Schalter öffne, ist der Stromkreis unterbrochen und die Glühlampe leuchtet nicht, wie hier zu sehen ist. Auf der rechten Seite stehen mir Messgeräte für verschiedene Messungen zur Auswahl. Mithilfe des Voltmeters kann ich die Spannung, die über die Glühlampe abfällt, messen. Das zeige ich hier mal. Ich kann auch die Messsonden umdrehen, sodass mir mein Voltmeter eine negative Spannung anzeigt. Jetzt führe ich eine Strommessung mit dem Ampermeter durch. Mithilfe der Simulation können also zuvor getätigte Berechnungen von Strom und Spannung nochmal überprüft und nachvollzogen werden. So, wenn ich nun die Schaltung mit Schaltzeichen zeigen möchte, geschieht dies über die Auswahlleiste direkt unter den Bauteilen. Schnell können wir aber sehen, dass das Schaltzeichen für die Glühlampe und den Widerstand anders aussehen, als uns bekannt ist. Das liegt daran, dass FET Colorado hier standardmäßig mit US-amerikanischen Schaltzeichen arbeitet. Dennoch kann die hier in Europa bzw. Deutschland gängige Darstellungsform umgeschaltet werden.
Dafür gehe ich über die untere Menüleiste auf Optionen und wähle Schaltsymbole gemäß Standard IEC aus. Bin ich mit meinem Schaltungsaufbau fertig, kann ich die Schaltung leider nicht abspeichern. Was man aber machen kann, ist einen Screenshot zu erstellen. Hierfür gehe ich unten rechts über die Menüleiste auf Bildschirmfoto. Wenn ich nun die angezeigte Sprache der Simulationssoftware ändern möchte, kann ich dies über die Ländererkennung in der URL ändern. DE steht für Deutschland, IT für Italien und TR zum Beispiel für die Türkei. Ich zeige an der Stelle mal die türkische FET Colorado Simulationsumgebung. Hier sehen wir genau wie in der deutschen Simulation auf der linken Seite die auszuwählenden Bauteile und Werkzeuge. Die Batterie im türkischen Pil kann auf die gleiche Art und Weise, wie ich vorhin im Beispiel demonstriert habe, mit Ampul und Zell miteinander angeschlossen werden. Mit einem Anahtash können wir den Stromkreis öffnen und schließen, um unser Ampul leuchten zu lassen. Auch können hier Messungen mithilfe von Voltmetre und Ampermetre durchgeführt werden und über Ekrangrundtüsse kann hier auch zum Schluss eine Bildschirmaufnahme getätigt werden. So können also sprachliche Barrieren aufgehoben werden. Außerdem kann hier beispielsweise das elektrotechnische Verständnis vorerst in der eigenen Muttersprache geschehen, um anschließend Transfers in die Zielsprache ermöglichen zu können. Natürlich hat diese Simulationssoftware auch wie andere ihre Grenzen. Mit den FET Colorado Simulationen können lediglich Grundlagen der Elektrotechnik abgedeckt werden. Das heißt, es stehen nur geringe Bauteile zur Auswahl, die in erster Linie das Ohmsche Gesetz sowie das Knotenpotentialverfahren behandeln. Es können Reihen- und Parallelschaltungen mit Widerständen aufgebaut werden. Leider stehen keine Induktivitäten, keine Kapazitäten oder keinerlei aktive Bauteile zusätzlich zur Verfügung. Was aber wiederum sehr gut gelungen ist, sind die Farbkodierungen der Widerstände. Das heißt, je nachdem, wie ich meinen Widerstand wähle, wird der Widerstandswert optisch durch die Farbkodierung wie im Labor sichtbar gemacht. Außerdem dient die Simulation auch zum spielerischen Verständnis zum Thema Leiter und Nichtleiter. Also, was leitet den Strom und was nicht? Hier steht zum Beispiel ein Radiergummi oder eine Münze zur Auswahl. Auch andere Dinge stehen hier bereit. An der Stelle kann ebenfalls gezeigt werden, was beispielsweise eine Sicherung ist. Dieser einfache Schaltungssimulator bietet also den Lernenden die Möglichkeit, durch barrierefreie und zugängliche interaktive Simulationen technisches Verständnis und Vertrauen praxisnah aufzubauen und Lehrenden ihre Lehre interaktiver zu gestalten.